Aufbau in meiner Tortenwelt. Heute stehe ich nicht allein in der Küche, sondern ich habe eine Freundin bei mir. Und das ist die Sissy. Hallo. Und wir backen heute zusammen einen Mondzupf. Genau. Und dafür starten wir mit der Mondfüllung und zeigen euch mal die Zutaten. Für die Mondfüllung benötigt ihr 500 ml Milch, eine Prise Salz, 40 Gramm Stärke, 75 Gramm Zucker, 200 Gramm Mohn und 1 Teelöffel Vanillepulver. Für die Mondfüllung verwende ich jetzt Vanillepulver. Das habe ich einfach letztens im Supermarkt entdeckt, habe es ausprobiert und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ihr könnt es aber auch einfach ersetzen durch eine Packung Vanillezucker. Dann nehmt ihr hier einfach nur 65 Gramm Zucker und dann halt die Packung Vanillezucker. Den Mohn müssen wir jetzt mahlen, damit sich das Aroma einfach besser entfalten kann. Das mache ich jetzt einfach hier mit der Gewürzmühle von der Küchenmaschine. Ihr könnt aber auch einen anderen Hochleistungsmixer nehmen. Wenn ihr viel Geduld habt, könnt ihr es auch im Mörser machen oder ansonsten einfach schon fertig gemahlenen Mohn kaufen. So, das mache ich jetzt hier kurz und dann kannst du schon mal mit der Stärke weitermachen. Mhm. Damit die Stärke später in der Milch keine Klümpchen bildet, verrühren wir sie schon mal mit ein bisschen Milch. Und jetzt geben wir einfach alle Zutaten zusammen in den Topf. Und jetzt müssen wir die Zutaten nur noch klümpchenfrei verrühren. Wenn Cecile die Zutaten gut verrührt hat, dann erhitzen wir das Ganze und lassen es dann unterrühren einmal aufkochen, bis es schön eindickt. Die ganze Masse füllen wir jetzt nur noch um, damit sie besser abkühlen kann. Und dann decken wir sie auch direkt mit Frischhaltefolie ab, und zwar direkt auf der Oberfläche, damit sie einfach keine Haut bildet. Für den Hefeteig benötigt ihr 200 ml lauwarme Milch, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm geschmolzene Butter, 1 Teelöffel Vanillepulver, 1 Würfel Backhefe, 1 Ei, 500 Gramm Mehl und eine Prise Salz. Und wir haben jetzt auch vergessen zu erwähnen, dass wir noch 3 Esslöffel warmes Wasser brauchen. Denn in dem Wasser lösen wir jetzt die Backhefe mit ein bisschen Zucker auf. Jetzt geben wir nur noch alle Zutaten dazu, bis auf die Butter. Ich habe mir nur so gedacht, hoffentlich fällt mir die Eisstange nicht rein. Und das Ganze verrühren wir jetzt kurz. Das machen wir jetzt mit der Küchenmaschine. Ihr könnt den Teig aber natürlich auch mit der Hand einfach verkneten. Und wenn er schon so ein bisschen verrührt ist, dann geben wir die Butter mit dazu. Und dann muss etwa 7 bis 10 Minuten geknetet werden. Lassen wir den Teig jetzt etwa 30 bis 40 Minuten aufgehen. Nachdem die Mohnfüllung abgekühlt und der Teig aufgegangen ist, können wir nun den Teig mit der Mohnfüllung befüllen. Und das machen wir ganz einfach so, indem wir jetzt erstmal den Hefeteig auf etwas Mehl zu einem großen Viereck ausrollen. Die wir hier ausgerollt haben, mit der Mondfüllung befüllen. Da füllen wir jetzt einfach hier so eine große Platte rauf, dann rollen wir das Ganze auf und wir machen jetzt auch noch ein paar Schnecken dazu. Das heißt, wir schneiden hier ein bisschen was von dem Teig ab, dann haben wir kleine Schnecken, aus dem Rest machen wir dann einen Zopf. Aber ihr könnt den Teig natürlich befüllen, wie ihr möchtet. Auf. Jetzt klappen wir die zwei Teile so auseinander und legen sie dann einmal so übereinander. Dass quasi eine geflochtene Form entsteht, das machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Und dann ist unser Zopf auch fertig.
müsste man jetzt beides nochmal 20 Minuten aufgehen lassen. Aber wir machen es jetzt so, dass wir das Blech mit den Schnecken in den kalten Backofen stellen, dann den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze schalten und dann können die Schnecken einfach mit dem Erwärmen des Ofens noch aufgehen. Und während die dann backen, das sind etwa 20, 25 Minuten, schauen wir gleich mal, geht dann der andere Zopf auf und der kann dann einfach in den vorgeheizten Ofen. Man sieht auch schon, dass die richtig luftig sind. Mhm. Mega lecker. Die sind richtig schön luftig, auch nicht zu süß und ich liebe ja Mohn sowieso. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass euch das Rezept gefallen hat und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr es mal selbst ausprobieren würdet. Uns hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Der Hefezopf so wie auch die Zimtschnecken. Die Zimtschnecken! Muss ich ja dann verstecken. Ein Fuß! Aber!